Jo, Leute, was geht, was geht? So, die Kamera kommt jetzt hier hin. Ich bin hier in Steinfelde, passt doch perfekt, ich sitze auch gerade auf dem Stein. Das ist ein Ort, der kommt nach Boomte, also Osnabrück, Boomte, Steinfelde, so kann man es ungefähr beschreiben. Und ich werde hier Burgerbox testen, es ist ein Foodtruck, deswegen, also es ist ein Firmengelände, ich werde hier jetzt nicht so viel aufnehmen, ist ja logisch, ne? Das darf ich auch nicht. Und es ist ein Privatgrundstück von der Firma. Ich werde den Burgerbox testen. 4,9 Sterne Bewertung Burger. Bin sehr, sehr gespannt. Wurde mir auch auf Instagram vorgeschlagen in den Kommentaren. Danke nochmal dafür. Und die Jungs, die versorgen jetzt die ganzen hungrigen Mäuler hier von der Firma. Und die Wespe, Hummel, ist weg. Gut. Und danach haben die Zeit für mich. Dann gehe ich auch rein in den Truck, werde ein bisschen aufnehmen und den Burger selbstverständlich auch testen. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht noch eine Sache vorweg, die ich unbedingt erwähnen wollte oder will. Und zwar verzeiht mir, dass am Sonntag jetzt kein neues Video kam. Ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft, viele Termine gehabt. Und aktuell liegt auch der Fokus auf Instagram. Da läuft es wieder sehr, sehr gut. Wir nähern uns der 8000 Follower. Und ich versuche immer mehr und mehr, die Leute auf YouTube rüberzubringen, falls sie keine Lust mehr haben. Oder falls denen diese kurzen Clips oder Reels auf Instagram nicht genug sind, könnt ihr gerne die Longforms auf YouTube anschauen. Und das wächst und wächst Ganze, deswegen verzeiht mir da, wenn ich aktuell jetzt nicht so viel oder beziehungsweise einen Tag jetzt verpasst habe. Jetzt bin ich gespannt. Ich frage mal nach, ob ich da noch schon mal was zu trinken kriegen kann. So, wir haben jetzt ein Go bekommen, wir können jetzt reingehen und dann nehmen wir die ganze Sache mal auf. Es ist einfach geil, ne? Wie die hier am Arbeiten sind. Also das ist jetzt eine Firmenveranstaltung, ne? Das ist eine Firmenveranstaltung, genau. Das ist ein Firmen-Catering. Ja. Ja, das machen wir mittlerweile jeden Tag. Ja. Und ihr habt eine Zentrale in Boomte, habt ihr genau. Das richtig verstanden? Und da wird Fleisch und so weiter alles richtig. Vorbereitet, ne? Genau. Von Boomte aus fahren wir los. Ja. Und fahren die Region Osnabrück. Ja. Bis Bremen, Hannover, Hamburg. Ja, mittlerweile geht es weit hinaus. Ich würde voll gerne mithelfen. Ich stehe hier einfach so im Weg. Ich stehe voll im Weg. Es ist natürlich ein bisschen eng, aber ich liebe das einfach. Wie die hier arbeiten, der eine nimmt die Bestellung auf, der andere macht die Burger fertig. So muss das. Perfekt koordiniert, strukturiert. Sonst wird es nicht laufen. Hier geht wirklich ein Burger nach dem anderen raus. Ich habe auch schon übelst Hunger und bin gespannt auf die Burger, Leute. Willst du mal kurz sagen, was hier alles anbietet? Welche Burger? Du hältst fest, ne? Ja. Welche Burger? Classic Burger? Das wäre quasi hier vorne, willst du filmen? Oder? Also Classic Burger ist quasi Zwiebeln, Tomate, ja. Eisberg, Cheesy, ist mit Zwiebeln, Tomate, Farmers, ist mit Bacon. Ja. Hot Chili ist scharfe Soße und Jalapenos. Chicken Burger, vegan und Veggie. Genau. Ja, haben wir auch, wird immer mehr und ja. Und das Fleisch, wie gesagt, aus der Zentrale kommt ihr selber aus. Boomte. Das Fleisch machen wir selber. Das Fleisch ist frisch für diese Veranstaltung gemacht worden gerade. Ja. Gewürzung alles selber? Alles, komplett. Ich freue mich sehr drauf. Ja. Ich freue mich, Leute. Ich stehe hier ein bisschen im Weg. Das sind echt beide Maschinen. Der eine nimmt auf, der eine nimmt die Bestellung auf, der andere macht die Burger. Was soll ich probieren? Hot Chili ist, ja. Hot Chili ist gut. Dann mach einen Hot Chili und einen Chicken, bitte. Ja, gerne. Wolltest du Pommes, Bayer? Ein bisschen, kannst du auch, ja. So, nicht so viel, ne? Nicht so viel, ist viel. Nicht so viel, ne? So, deine Bestellung nochmal bitte. Besten Dank. Chicken Burger. Ja. Hot Chili. Oh mein Gott, wie das... Hier sind meine Burger. Bin sehr, sehr gespannt. Sie hat wirklich eiskalt hier auf dem Boden. Ich mache mir den Tisch fertig. Ah, vom Boden, vom Bordstein. Ja, so ist das, Leute. So ist das manchmal, ne? So, das packen wir mal hier hin. Zack. Zack, zack. Geht doch. So. Let's go. Ich will mal sagen, wir testen. Okay, ich habe einmal den Chicken Burger und den Chili Burger. Und ein bisschen Pommes dazu. Ja, das sieht schon mal sehr köstlich aus. Direkt Pommes testen. Aha. Schön kross. Gut gewürzt. Aber halt nichts Besonderes. Standard Pommes, ne? Oh mein Gott, das Brot ist ja richtig kross.
hebe ich gleich auf. Ich muss ihn direkt wegkommen. Sehr, sehr gut gewürzt, das Fleisch. Und die rote Zwiebeln kommen so stark zur Geltung. Peperoni, ja, ich kann scharf vertragen. Für mich ist es jetzt nicht so scharf, aber das passt einfach. Und der Käse, der oben nochmal drauf geschmolzen ist. Die Soße auch irgendwie fruchtig. Ist da Remo drauf? Ich bin auf den Chicken Burger jetzt gespannt. Ja, mit Rucola, bisschen Grünzeug. Guck mal das Brot. Und wie schön fluffig das ist. El Chicken. Es ist halt so ein klassischer Chicken Burger, ne? Da kann man nichts Verkehrtes sagen. Ja, Food Trucks vergleicht man oft ja auch so mit Imbisswagen und Imbissbuden. Die Qualität, aber der hebt sich definitiv ab. Und diese 4,9 Sternenbewertung, boah, das kann ich jetzt schon, glaube ich, raushauen. Absolut verdient. Natürlich wäre es etwas entspannter, wenn ich einen Tisch hätte oder so, ne? Ein bisschen entspannter zu essen. Aber das ist nochmal Streetfood, das sind nochmal Foodtrucks und das gehört auf die Straße. Und dann juckt mich das auch nicht, wenn ich einfach hinter dem LKW hier sitze, auf dem Boden und hier meinen Burger reindrücke. Weil geschmacklich tut sich ja nichts, ändert sich ja nichts. Dann kommt der Chef. Moin. Und? Wie war's? Sieht ein bisschen gestellt aus, ne? Also komme ich um die Ecke. Nee. Aber das ist halt Streetfood. Das ist, muss auf dem Bordstein. Du musst auf dem Bordstein essen, aus einer Dose trinken. Genau das habe ich gerade in die Kamera gesagt. Ja. Das ist Streetfood. Hinter dem LKW. Aber ich sag dir eins, ne? Wir machen das jetzt 8 Jahre. Sieht man mich ja. Das so. Sieht man ja. Ja. Wie heißt du? Kannst du noch angefangen? Mein Name ist Dennis Wedinski. Ich mache die Burgerbox seit 8 Jahren. Und jeder, der uns kennt, und ich meine, so ein bisschen machen wir was bei uns in der Region, der weiß, bei uns gestellt ist was anderes. Ne? Wenn wir kommen, ist einmal Vollgas, dann ist ein bisschen dreckig, dann ist ein bisschen fettig. Ja, das ist aber so, du aber hast das gearbeitet. Ist die Wahrheit, ja. Ne? So ist das. Wir haben das Fleisch vorbereitet, 6:30 war ich heute unterwegs, ja. Fleisch abgeholt, Autos gepackt, Auto sauber gemacht. Ich habe mein Auto so sauber gemacht, ich dachte, du kommst schon vorher. Aber das wäre gestellt. Ja. Du hast gesehen, wie es aussieht, aber es waren auch 300 Leute da gerade. Ne? So ist das. Aber du hast die so rausgeballert, ich habe es ja aufgenommen. Das ist wirklich, das beeindruckt mich. Und du siehst ja, das kommt aus vom Grill. Ne? Wir grillen natürlich vor. Wenn mir erzählt, der grillt nicht vor oder macht ein bisschen Pommes, das gehört dazu. Das ist ganz normal, das ist System. Ein quasi Systemgastronomie. Auf unsere Art und Weise. Man kann nicht alles selber machen, das ist so. Ja, das ist so. Das schaffst aber, du zeitlich gesagt, nicht. Aber ne, die Vorbereitung gehört dazu. Ja. Aber sehr aber stark. Aber danach, wie gesagt, danach hauen wir raus. Und das Chicken ist, finde ich, jetzt nicht so irgendwie imbissmäßig. Das ist, hebt sich da ab. Also ich finde die Panade hinten so viel krosser. Ja. Gefällt mir mehr. Kommt drauf an, wie lange du frittierst wahrscheinlich. Ich kann die anderen auch so frittieren. Du, ich bin der Letzte, der sagt, wir haben die besten Burger im Town. Ja. Dies und das, diese ganzen Geschichten kennst du ja. Ja. Aber ich sag dir eins, diese 4,9 Sterne-Bewertungen sind nicht umsonst. Wir arbeiten dran. Ne? Wir die sind nicht umsonst. Dran, ja. Ich finde persönlich gesagt, jetzt so ne, erster Eindruck, natürlich muss man das so ein bisschen sacken lassen, aber erster Eindruck ist gerechtfertigt auf jeden Fall. Der Chili Cheese hat mir auch super gefallen. Das freut uns. Ja, wie gesagt, Chicken kaufen wir zu. Ne? Dafür ist das einfach zu krass, um die selber vorzubereiten, panieren. Und das ist dann Brot? Zu viel. Das ist das Brioche-Brot für Catering-Veranstaltungen. Wir haben für die freien Verkaufsstellen haben wir ein anderes. Haben wir ein italienisches Focaccia-Brot mit Rosmarin und Olive, einen Anteil. Ich hätte es gerne gewechselt, aber die Leute, die geben dir keine Chance. Die mögen das und dementsprechend lassen wir das, weil meine Meinung interessiert dann halt nicht. Ne? Der Kunde ist bei uns und im Endeffekt entscheidet der. Wir leben nun mal von unserer Kundschaft. Vielen Dank. Jeden Tag seid ihr bei uns an Trucks. wirklich jeden Tag. Also seit 8 Jahren, ob es Lemförde, Diepholz, Bansdorf, ich vergesse jetzt so viele, Damen natürlich zweimal die Woche. Ihr habt doch feste Spots, oder? Also die du jetzt aufgezählt hast, sind das feste Spots, wo ihr seid? Das sind einmal die Woche unsere festen Burger-Spots, genau. Da sind wir teilweise schon wirklich seit 8 Jahren, seit Anfang an sind wir da. Ne? 8 Jahre machst du schon? Du bist doch der Chef? Ja, ich bin der. Du stehst unter dem Namen. Genau,
genau. Und dann kann man halt auch so Catering, also so Firmen-Events und so weiter, kann man euch dann auch buchen. Richtig, genau, genau. Also das machen wir, mittlerweile wird es immer mehr und mehr. In Schüttorf bei einer Blutspende sind wir heute. Das sind die Catering-Veranstaltungen, die wir heute anfahren. Und sonst der Rest halt, das kann man auf Insta und so weiter. Genau, genau, genau. Sehr, sehr cool, also wirklich, das hat mir super gefallen. Ich will das die ganze Zeit in meinen Mund tun, aber ich bin auch am Reden und ja, will ja. jetzt nicht neben dir so essen. Ich gehe mal gucken, weil nicht, dass da nicht, dass alleine los ist. Genieß das zu Ende. Ich hoffe, wir können gleich noch reden. Genau. Ach Leute, das ist Streetfood. Er hat es auch direkt gesagt. So, jetzt, das ist schon die ganze Zeit in meiner Hand. Na, jetzt muss ich ihn aber essen. Ich wollte ihn schon die ganze Zeit essen. Kommen wir nun zum Fazit. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Netterweise wird Dennis mich nach Osnabrück fahren mit dem Truck, wenn wir hier durch sind. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit und die Zeit nutze ich jetzt auch, um Fazit abzugeben hier auf die Schnelle. Also ich habe Burgerbox Foodtruck getestet. Ja, das ist ein Foodtruck. Er hat es ja gerade gesagt, ich habe es schon wieder vergessen, an welchen Standorten die immer am Start sind. Seit 8 Jahren machen die das mit dem Burgertruck. Und heute mal in so einem Firmen-Event auf dem privaten Gelände. Deswegen werde ich auch nicht so viel zeigen, beziehungsweise gar nichts zeigen. Nur den Himmel, SpongeBob und Patrick. Ist auch ein Eiswagen. Also gegessen habe ich den Cheeseburger und den Chili-Burger. Chicken-Burger und den Chili-Burger. Ich fange am besten mal mit dem Brot an von beiden. Ja? Brot fand ich sehr, sehr geil. Oben schön kross und noch schön fettig irgendwie gewesen, das Brot. Ne? Ihr habt es ja gesehen, das hat ja so geglänzt von dem Fett. Finde ich mega geil irgendwie. Hat so einen irgendwie amerikanischen Kick. Und war aber schön kross, so als wenn du es in einem Toaster reingelegt hättest. Ja, hatte schon so eine leichte Kruste, aber von innen so weich. Ja, wie man das so schön haben möchte. Du beißt rein, leichter Crunch und dann drinnen schön weich. So. Bewerte ich als erstes mal den Chili Burger, den Chili Cheese. Fleisch, Fleisch. Da kann man so viel falsch machen, aber ich kann euch eins sagen, die haben hier auf jeden Fall kaum was falsch gemacht oder besser gesagt gar nichts falsch gemacht. Das Fleisch beziehen die ja aus der Zentrale, Bomte, wird alles fertig, frisch zubereitet, täglich. Und dann werden die Trucks sehr beladen. Wirklich sehr, sehr gut gewürzt. Ich bin also ein Typ, und das ist natürlich immer Geschmackssache. Ne? Manche mögen es mehr, also dass es stärker gewürzt ist und manche etwas milder und vielleicht weniger. Ich bin mehr so ein Typ, der ja, eine ordentliche Würzmischung feiert. Das war in dem Fall, war ich ordentlich gewürzt, ne? Hat mir gut gefallen. War schön bissfest, zart gewesen, das Fleisch. Macht man auf jeden Fall nichts verkehrt. Der Chicken Burger. Chicken Burger, auch leicht kross, schöne leckere Panade gehabt, war wunderbar geschmeckt. So ein klassischer Chicken Burger. Ne? Er hat es auch selber gesagt, die können nicht immer alles selber frisch machen. Der Chicken Burger ist jetzt nicht selbst gemacht, ne? Ist nicht hausgemacht, sondern sie beziehen die auch von irgendwo. Ich weiß jetzt nicht von wo, aber das ist auch so. Manche Dönerläden sagen auch zu mir, ja, ich weiß, Umut, das Brot, selbstgemachtes Brot, gerade beim Döner, ist immer Game Changer. Ist viel wert und das kann man aber nicht immer selber stemmen. Du brauchst extra Arbeiter dafür, du brauchst viel mehr Zeit, das ist viel aufwendiger. Das kann man verstehen und genauso ist es hier auch mit dem Chickenfleisch zum Beispiel. Du kannst nicht immer alles selber schaffen, ne? Da brauchst du einfach viel mehr Kapazitäten, viel mehr Leute, die dafür extra, also das dann extra zubereiten. Und deswegen kann ich das vollkommen nachvollziehen, dass man sich vielleicht nur auf eine Sache wirklich perfekt spezialisiert und die anderen einfach auch mitverkauft. Aber ist ja, heißt ja jetzt nicht, dass es schlecht war. Ne? Mir hat der Chicken Burger halt auch gefallen, aber das Fleisch war ganz normal Standard. So. Nichts Wildes, nichts Besonderes. Die Soßen bei beiden hat mir gut gefallen. Von dem Chili Cheeseburger hatte ich irgendwie das Gefühl, so ein bisschen Remo auch mit drin gehabt zu haben. Ne? Remo Ketchup habe ich so ein bisschen geschmeckt, irgendwie so, war leicht süßlicher als sonst. Und dann diese Kombination mit den Jalapenos, top. Also der war jetzt nicht scharf, ich esse gerne scharf, Leute. Für mich war der jetzt nicht scharf, aber diese Kombination mit dieser leicht süßlichen Soße und den roten Zwiebeln kam auch sehr, sehr gut zur Geltung. Hat mir wunderbar gefallen und ich würde sagen, dass der Chili Cheeseburger mir besser gefallen hat als der Chicken Burger auf jeden Fall. Das kann ich an der Stelle sagen, aber wie gesagt, mit den beiden Burgern machst du auf jeden Fall nichts verkehrt. Ich sitze hier in einem Foodtruck von Dennis. Der bringt mich netterweise jetzt nach Hause, richtig korrekt von ihm, weil ich so lange gewartet habe. Das ist halt, kannst du nicht ehrlich planen. Ne? So, das, Aber auf jeden Fall sehr, sehr korrekt von ihm. Dennis, was sollen die Leute machen, wenn die das Video sehen? Am Ende, ja, deinen Kanal abonnieren. Ja, Mann, genau ja. So. So viele verkacken das, sagen, weiß ich nicht. Kanal, weißt du, uns ganz ja. Nee, aber ich stelle immer so random den Leuten dann die Frage und du bist ja wirklich direkt drauf gekommen. Genau, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Checkt auf jeden Fall Dennis sein geiles Konzept ab mit seinem Foodtruck.
Burgerbox Futur nennt man das? Genau, ja, ne? Burgerbox Bunte, genau. Burgerbox Bunte, checkt es ab. Er hat es auch vorhin im Video gesagt, wo die immer unterwegs sind, feste Standorte. Könnt ihr gerne abchecken. Lasst ein Like da, kostenlos abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Kuss geht raus.